Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler im Weltraum da draußen, hier zurück zu Breath Edge. Ja, wir gehen wieder raus gleich. Und ich ahne, dass wir jetzt Glas brauchen. Und zwar, ich habe eine grobe Ahnung, wo wir hin müssen. Es gibt nur eigentlich nur einen einzigen Ort, an dem wir noch nicht gewesen sind. Jetzt habe ich das Ding ja weggekickt. Was ist das? Ah, das ist meine Batterie, die habe ich dann versehentlich mal daneben gekickt. Cool, dass ich die wieder gefunden habe. Also das Einzige, was uns jetzt hier de facto eigentlich noch fehlt, ist Glas, wie wir hier sehen können. Ne? Dann kann ich nämlich hier das Ding hier endlich machen. Außerdem brauche ich noch Aluminium. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben jetzt eine ganze Menge von den Freunden hier jetzt hier eingesammelt. Und das finde ich total toll. Wir müssen jetzt bloß irgendwie zuschauen, dass wir diese Freunde... Hilfe. An den Start bringen. Was ist das hier? Der Rückenkratzer meines geliebten Großvaters mit einem Nippelgreifer. Sehr beliebt bei Astronauten. Ausgehend davon kannst du hier hervorragend Werkzeuge herstellen, um etwas zu greifen. Ausgehend davon. Aber ich kann den ja noch nicht machen. Keine Ahnung. Aber wir fliegen jetzt erstmal in diese Richtung, Freunde. Ich packe ihn jetzt schon mal rein. Ich weiß nämlich, dass man das Glas... Das soll man nicht mit den Fingern anfassen, weil sonst tot. Oh, und ich sehe gerade eben, dass ich gar nicht mehr weiterfliegen brauche. Mir fehlt etwas. Denn da, wo wir jetzt hinfliegen werden, da ist Eiseskälte. Das ist das Gebiet, wo man einfriert und dagegen hilft natürlich gute alte russische Wodka. Und den wollen wir uns jetzt hier natürlich holen. Denn genau dafür ist der Alkohol, den wir am Anfang gefunden haben, da nicht, um unsere Verzweiflung zu überwinden, sondern um zu überleben. So, ich nehme den jetzt hier nämlich mit. Das muss jetzt sein. Okay, hinaus mit uns. Und da hinten da, wo dieses lustige Feuersymbol ist, das ist ironisch gemeint. Das heißt nämlich, da ist nicht viel Wärme. Oh, was ist denn da los? Ein Sarkophag. Das ist der Opa. Coffin at the Global Funeral Agency. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Ja, also es ist auf jeden Fall Vandalismus und eine Beschädigung des Eigentums von Breath Edge, wenn ich diesen Sarg öffnen würde. Aber wenn ich sterbe, dann kann mich ja keiner verurteilen. Super. Ich gehe jetzt da so schnell wie ich kann runter. Und dann müssen wir wieder rüber. Und ihr seht, das ist schon echt arschweit weg. Unfassbar weit weg. So, ich sehe aber auch gerade eben, sag mal, ist da noch Aluminium am Start? Das könnte ich mir ja auch holen, wo wir gerade da sind. So, erstmal hier. Erstmal dahin. Ja, ihr seht schon, wir fangen jetzt schon an zu gefrieren. Also ich brauche ohnehin noch Aluminium. Jetzt ist das Ding kaputt gegangen. Macht aber nichts, denn wir haben Ersatz. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Deswegen hole ich dich da auch gleich noch ab. So, sauber. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen Sauerstoffe tanken. Und jetzt gehen wir da drüben hin. Ich ahne, dass ich diesen Greifer dafür brauche. Guck mal, gerade eben kann ich... Hä? Ach, damit kratze ich jetzt meinen Rücken. Lol. Ja, dafür habe ich ihn eigentlich nicht dabei. Hat eine Haltbarkeit von 3. So, ihr seht schon, oben und unten und links und rechts fängt es hier schon so leicht an zu gefrieren. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Ja, ich weiß noch, dass das Spiel mich darauf hinweist, wenn ich das Glas finde. Ich glaube, hier drin war es. It is highly recommended that you not touch the glass fragments with your hands. Tiny splinters are able to pierce the thin fabric of the spacesuit and cause a slight death attack. Ja, ich kann das damit nicht nehmen, das ist schlecht. Okay, ich hau jetzt mir mal den Alkohol rein. Und dann sehen wir das Ganze jetzt halt hier so, ne? Das Problem ist halt, wenn ich jetzt das hier anfasse, na, bekomme ich halt übelsten Schaden. Und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal wieder zurück und das Ding hier umbauen.
Das ist ein Problem. Wir machen nochmal hier einen Zwischenstopp. Ja, ja. Oh Gott, das Spiel meldet jetzt schon, Sauerstoff ist nicht unbegrenzt. Ich habe jetzt schon zu lange gebraucht. So, ja, also wir müssen jetzt irgendwie nochmal einen Greifer herstellen. Kann es sein, dass das Ding, was ich jetzt die ganze Zeit hatte, einfach nur totaler Quatsch ist? Aber immerhin wissen wir jetzt, wo das Ding ist. Go, 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 go. So. Wir tanken hier nochmal auf. Die Wirkung des Alkohols ist weg. Und jetzt gucken wir, dass wir nochmal ganz, ganz kurz wieder reinkommen in unsere gute Stube. Kann ich in der Zwischenzeit auch kurz mal was essen und was trinken? Das kriegen wir irgendwie in diesem komischen Raumanzug hin. Bitte fragt nicht wie. Ist wahrscheinlich auch ein Schlauchsystem, ähnlich wie unser Antrieb, den ich hier gerade eben mal wieder ausreize. Oh Mann, ey. Dieses Spiel, ey, ich sag's euch. Es ist so witzig! So, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen. Ja, wir tunneln das Ding jetzt hier gleich. Und go! Ja, nur noch 70 Meter, das schaffen wir. Jetzt bin ich bloß gespannt, ob ich irgendwie diesen komischen Rückenkratzer jetzt hier in etwas Sinnvolles umwandeln kann. Denn das war ja irgendwie die Beschreibung, das vorher hatte ich noch keine Möglichkeit, das zu tun. Also gut, Ausrüstung, Werkzeuge. Nee. Ach da, Greifer, veredeltes Metall, Batteriekabel. Hätte ich schon die ganze Zeit machen können, ich Depp, ne? Veredeltes Metall, Kabel und Batterie. Wie viel brauche ich davon? Kabel. Habe ich kein Kabel? Kabel, toll. Jetzt brauche ich, jetzt weiß ich, für was ich diese Kabel brauche. So, den brauche ich. Ich brauche nicht den Rückenkratzer, der ist total sinnlos. Der ist nur zum Rückenkratzen da. Macht ja auch irgendwie Sinn. So, genau. Dann räumen wir dich da rein. Das lassen wir alles mal da. Was habe ich eigentlich jetzt hier noch mitgenommen? Ah ja, das Aluminium, genau, das können wir auch noch brauchen. Okay, Freunde, dann geht's los! Ich brauche das da unten ganz schön auf, das Teil, ne? Da haben wir jetzt noch genau zwei Fuhren. Einmal, um da runterzukommen. Und dann einmal, um wieder zurückzukommen. Und dann kann ich das eigentlich beim nächsten Mal vielleicht sogar schon abbauen. Weil so viel ist da nicht mehr drin. So funktioniert übrigens der Greifer, ne? Genau, so funktioniert er. Also inspiriert bei Opas Rückenkratzer. Flieg! Flieg, Kollege, flieg! Es muss möglich sein, das hinzubekommen. So, da la, dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Und Sauerstoff, please. Ja, da ist auf jeden Fall nochmal eine 100er Ladung drin. Und los geht's. Im schlimmsten Falle müssen wir gleich nochmal Alkohol einwerfen. Auch wenn ich das eigentlich versuche zu vermeiden. Denn wir werden hier auf jeden Fall nochmal durchfliegen müssen. Fürchte ich. Aber wir werden es gleich sehen. Und ich weiß auch gar nicht, wie viel Glas ich brauche. Ich nehme am besten gleich, ja, 2, 3, 4, 5. Am besten so viel Glas mit, wie ich sehen kann. Genau, da hinten müssen wir wieder rein. Jetzt fängt hier gleich der Gefrierbrand wieder an. Da. Einmal. Zweimal. Dreimal. Da draußen hat es noch mehr. Gehen wir doch direkt mal raus. Vier. Nee. Vier.
Ja, vier müssen reichen. Ah, ich muss hier rausfliegen. Vielleicht schaffe ich es auch ohne Alkohol. Ich glaube nicht, dass ich es ohne Alkohol schaffe. Schade. Ja, jetzt habe ich den Scheiße kurz angeworfen. Wie viel habe ich denn geholt? Vier Glas. Ach komm, das muss reichen. Das muss doch reichen. Das muss irgendwie reichen. Ich weiß nur nicht, ob so der Fall ist. Oh, Schwummer, Schwummer. Also, was sie echt gut gemacht haben, ist, dass du einfach überhaupt nicht weißt, ob du es schaffst. Glaube, ja. Danach kann ich den Kollegen hier zerlegen. Ach nee, ich brauche ein Werkzeug, um ihn zu zerlegen. Schade. Also ich muss auf jeden Fall noch mal eine solche Sauerstoffstation mitnehmen, wenn ich jetzt den letzten Ritt hier machen will. Ich hoffe sehr, dass es mir gelingt. Vielleicht sogar zwei Sauerstoffstationen mitnehmen, einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass das einem nicht hier irgendwie um die Ohren fliegt. So. Und ich bin sehr gespannt, was das Spiel jetzt in den nächsten Kapiteln für uns parat hält. Ne? Das ist ja bis jetzt nur Kapitel 1. Und ich weiß schon, wie es endet. Ich bin unfassbar gespannt, Freunde. Beziehungsweise, ich weiß eigentlich gar nicht, wie es endet. Weil es endet, also ich habe es ja schon mal Let's Played, ne? Ich weiß, wie das erste Kapitel bisher geendet hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt anders endet. Also Bleilackierung, Plastik, Aluminium. Okay. Farbe. Ich ahne, dass ich das jetzt brauchen werde. Blei, Plastik, Aluminium. Jetzt gucke ich mal, was ich damit machen kann. Mir fehlt jetzt nur die Bleilackierung. Genau, hier. Und jetzt haben wir nämlich eigentlich schon unsere gesamte Ausrüstung. Due to the high toxicity level of the renewed painting of the spacesuit, the probability of your death from radiation is now lower than the probability of death from the suit itself. In this regard, you can fly to the evacuation point. So, sehr gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich an Krebs sterben, weil wir jetzt überall dieses Blei innen und außen ausgekleidet haben. Aber hey, das ist ein Langzeitproblem. Wir haben hier sehr viele Kurzzeitprobleme, deswegen kümmern wir uns eher darum, als um sowas hier. Hier brauche ich auf jeden Fall nochmal dickes Isolierband. Und für das brauche ich. Moment. Was brauche ich hier für diese dicken Isolierbänder? Gummi. Ich brauche zweimal Gummi. Ich nehme jetzt hier auf jeden Fall dieses Gummi hier an mich. Das Problem ist, ich habe nicht genügend Gummi. Also das heißt, ich kann nur eine solche Station bauen, was natürlich ein echter Downer ist. Das könnte aber trotzdem reichen. Dickes Isolierband herstellen, genau. So, aber manchmal findet man ja auch diese dicken Isolierbänder. Von daher alles halb so wild. Theoretisch müsste das aber reichen von dem, was wir jetzt dabei haben, Leute. Das müsste easy reichen, um da anzukommen, wo wir ankommen wollen. So, jetzt pfeife ich mir auf jeden Fall hier nochmal ein, zwei Dinge rein. Die Alkohol nehme ich mit. Blei brauche ich nicht. Zack, zack. Ich lasse jetzt einfach mal alles da. Ne? Wir haben alles gemacht, was man machen kann. Meiner Ansicht nach. Wir werden jetzt versuchen, hier wegzukommen. Go! Es gibt noch mehr Sachen, die man entdecken kann. Wenn ihr mehr wissen wollt, Leute, müsst ihr es tatsächlich selber spielen. Oder ihr schaut euch mein anderes Let's Play an, das 2 Jahre alt ist. Und da werde ich definitiv, also sehr viel mehr noch herumprobieren müssen, weil, naja, damals konnte ich mich nicht an irgendetwas erinnern, weil ich habe es damals vorher noch nie zuvor gemacht. Hier habe ich halt jetzt die Situation, dass ich mich an dieses erste Kapitel halt weitgehend erinnere und deswegen komme ich hier sehr viel schneller voran als beim letzten Mal. Außerdem habe ich ein, zweimal nachschauen können tatsächlich. Also das eine Mal mit dem Plastik. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Da fliegen. Es ist so geil, wie all halt die Sachen hier im All rumfliegen, ne?
So, das Wichtige ist halt einfach, dass wir jetzt hier den Radiation-Schutz haben. Wisst ihr was? Ich nehme tatsächlich das bisschen Sauerstoff noch mit, was da drin ist. Why not? Das spart mir auf jeden Fall Probleme. Wir nehmen alles mit, was der Kollege nicht mehr braucht. So, er ist leer. Dann können wir jetzt in diese Richtung. Wenn wir hier außen bleiben, das ist ein Tipp von mir, das weiß ich noch, dann ist die Gefriergefahr nicht ganz so groß. Wir werden zwar unter Umständen trotzdem gefrieren, aber nicht so schnell, als ob wir jetzt da drinnen fliegen. Die Begründung vom Spiel ist übrigens geil, warum es da so kalt ist. Ich spoilere euch kurz mal, ne? Also, weil ihr guckt ja eh zu. Ja, also es ist Kühlgel, das hier ausgelaufen ist. Ihr seht, da drüben gibt es noch viel mehr, was man entdecken kann, ne? Ich bin echt gespannt, ob ich da noch hinkomme. So, ich werde jetzt hier mal so einen Kollegen hier einschmeißen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich möchte diese Station erst ein bisschen weiter später aufstellen. Und dann sehen wir mal weiter. Es sind immer noch 700 Meter, Leute, ey. Das ist der Oberhammer, was wir jetzt hier an Distanz machen müssen. The Captain's Bridge is detected ahead. The evacuation should be led from there. But there are no signals or movement detected in this area. Probably everyone died. Ja, das sieht beinahe so aus. So, 700, 600 Meter. Ich werde gleich nochmal so einen Kollegen einschmeißen, oder? Bevor ich das Teil mitnehme. Weil ich weiß nicht, was ich da drüben alles machen muss. Oder? Ach, ich baue das Ding jetzt hier auf. Dann habe ich jetzt hier schon mal so eine Zwischenstation. Nur für den Notfall. Na, ich muss jetzt hier meine Notfallration nicht aufbrauchen. Ah, also gut, jetzt geht's da drüben hin. Ich fühlte mich halt ein bisschen sicherer, als ich das Ding noch dabei hatte. Wie man sich wahrscheinlich denken kann. Oh, ich sehe neben der Brücke deines Captains. Es ist in Ordnung. Die Kommunikation mit der Brücke ist nicht vorhanden. Alle sterben. Um auf die Brücke zuzugreifen, benötigst du einen Code. Admin 123, es gibt eine Taste. The incorrect localization sounds extremely convincing. The information on the captain's bridge is classified in the database. Therefore, it is recommended to ignore this valuable advice and act according to the situation. Okay. Classified information. Das heißt, ich werde hier unter Garantie easy rauskommen. Nicht. Befürchte ich. So. Aber ihr seht, wie groß und wie geil das hier ist. Ne? Diese ganzen Sachen sind alle kaputt. Ja, und jetzt ist hier das Strahlungsproblem da, ne? Und das überlebst du halt nicht ohne den Strahlenschutzanzug. Hast überhaupt keine Chance. Also wenn du nicht beide Sachen mit Strahlenschutz gemacht hast, bist du hier einfach nur Toast. So, wenn ich mich recht erinnere, ist hier aus irgendeinem Grund... Bridge was badly damaged, but the main systems are still functioning properly. Genau, aus irgendeinem Grund gibt es hier Sauerstoff. Puh, okay. Was machen wir denn jetzt hier? Öffnen. Ich brauche einen Schlüssel. Jetzt muss ich das hier scannen. Habe ich den Scanner dabei? Gott sei Dank habe ich den Scanner dabei. Okay. Passwort eingeben. Kein Strom. Kein Strom ist nicht so gut. Was mache ich denn jetzt? Das ist nicht so günstig. Spannungsfreies Pen. Ah. Aha. Nehmen. Nur für den Fall, dass man einen Bohrer bräuchte. Ich brauche einen handlichen Schaber, okay. Jetzt kann ich dir tatsächlich etwas debuggen, Leute. Ist die Stromversorgung jetzt hier debuggt? Geht das jetzt hier endlich? Jawoll. Admin 123 aufs Huhn geschrieben. Jawoll, wir haben den Schlüssel. Jetzt muss ich den Schlüssel tatsächlich da reinpacken. Okay.
Ah, Steuerrad. Und los geht's. Yes! Ausgezeichnet. Willkommen an Bord, Captain. System aktiv, Motoren aktiv. Start in 3, 2, 1. Buh! Ja. Das ist nicht gut für uns. Das war das erste Kapitel, Freunde. While choosing the most painless suicide methods for you, a slight decrease in the background radiation was noticed. Surprisingly, your attempt to break the liner could lead to positive results. I could find out the nature of this phenomenon, but for that, I would need to disclose some confidential information of the Breath Edge company, which contradicts the security protocol, so not a single spacesuit AI will disclose this information to you. Yeah. On the other hand, this information is extremely necessary for us. There are a lot of stupid spacesuits with dead carriers floating around, so nobody will even know if you resort to the good old torture method, like the drill. Ja, ich brauche jetzt also diesen Bohrer, diesen Superbohrer, um diese Informationen zu holen. Bohre dich selbst. No, no, I will tell you everything, I swear. Ah, don't do that. What's that? I offered for you to torture other spacesuits. It's a logical thing to do. Well, I won't utter another word. Es ist tatsächlich, wir foltern gerade okay, unseren eigenen Spacesuit. Let bygones be bygones. I suppose you don't think that a program can be afraid of torture, do you? I don't think it can either, and I am definitely not hinting that you need to find an engineering shuttle. You probably need some explanations which you cannot get because the corresponding dialogues are absent in the game. Therefore, you won't get any. Okay, also das Problem ist, ich muss jetzt irgendwie da runter. Oh Gott, ich werde da niemals lebendig. Also es gibt jetzt hier diese schicke Zwischenstation. Das ist ja schon mal jetzt hier äußerst erbaulich. Es sind diese 270 Meter, die kommen mir schon sehr, sehr weit vor. Also, dieses Wegfliegen, das war das Ende des ersten Kapitels, Freunde. So endete das erste Kapitel. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich find's immer noch geil. Also, und jetzt... In order to find out how you reduce the radiation, you need to calculate the coordinates of the place where the captain's bridge crashed into the liner. Breath Edge Agency Coffins can help us with this. However, we still need to find an engineering shuttle, or even better, the engineer himself. Okay, also ich muss jetzt irgendwie den Ingenieur oder das Ingenieurs-Shuttle finden. I wonder how you find everything so quickly. Is it because of my hints? Ja, das kann durchaus an deinen Hints liegen. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, da von hinten mich reinbohren. Genau. Oder ich gehe einfach so rein. Oh Gott sei Dank, hier gibt's auch Sauerstoff. Alter. Looks like he was shaving with a chainsaw during the crash. I can find no other explanation for such damage to a spacesuit. We need one that is in good condition, or at least other parts of this one. I'd recommend exploring the area. Okay, wir haben die nächste Ebene gefunden. Was ist denn das? Der mürrische Maulwurf? Ein Spielzeug aus der Kollektion Murrays. Im Cartoon war der Maulwurf einer der positiven Charaktere und machte oft gerne Witze. Besonders, wenn er jemanden begräbt. Ja, ich gehe einfach. Was ist das hier? Nicht die praktischen Kalender, nicht die praktischsten Kalender, obwohl es schön ist, dass man dort seine eigenen Bilder reinmachen kann. Mai, Mittwoch. Ja, schick. Sag mal, bewegt sich das? Nö, tut's nicht. Auf jeden Fall haben wir Wasser. Große Sauerstoffkerze. Oh, jetzt können wir große Sauerstoffkerzen machen. Alter Falter. Okay. Aber ich kann doch gar keine 200 Sauerstoff aufnehmen. Nahrungspaket. Große Sauerstoffkerze. Kann ich das jetzt hier herstellen? Ausrüstung. Titan! Okay. Da sind noch keine neuen Sachen dazugekommen. Hier bräuchte ich halt immer noch Aluminium, ne? Dann kann ich mir mal so eine Sauerstoffversorgung herstellen. Was ist denn dem armen Kerl passiert? Der ist ja komplett explodiert. Ich scanne jetzt hier mal das Ding hier. Okay, Blaupausenteil, Steuerrad. Haben wir jetzt gelernt. Das reicht aber natürlich nicht.
Immerhin haben wir nochmal hier so eine Zwischenstation. Wir gehen jetzt mal nach draußen. Ich will jetzt mal schauen, ob ich noch irgendwie Aluminium herbekomme. Könnte sich als schwierig herausstellen. Was ist denn das da drüben? Doch, ich bekomme Aluminium hierher. Oh, ist das genial. Ja, ich nehme natürlich das Aluminium hier. Das Lustige ist, dass ich auch theoretisch nochmal zurückgehen könnte, ne? Sag mal, wie viel Aluminium gibt's denn hier? Das ist aber ein großes Vorkommen. Was ist das hier? What's that? Is it the body part I'm thinking of? Oh, nope, it's just a finger. This won't do. Okay, der Ingenieur war verheiratet oder geschieden. Wir müssen zugeben, dass es nicht so einfach festzustellen, zu welcher Hand der abgetrennte Finger gehört. Ja, ich hoffe, ich brauche ihn nicht. Ich nehme ihn trotzdem mal. Man weiß ja nie. Oh Gott, die hat sie alle komplett zerlegt, ey. Was ist mit dem da? Extrahieren. Oh, ich habe Elektronik dadurch bekommen. Nicht so schlecht. Was ist das? Aufbrechen. Eine Titankugel. Ah, so komme ich jetzt an Titan ran. Okay, wir haben neue Ressourcen entdeckt. Titan. Ich weiß da noch nicht, für was ich exakt dieses Titan brauche. Aber zum Glück haben wir neue Sauerstoffmöglichkeiten. Ich habe ja zum Glück nichts zum Essen mitgenommen. Aber es gibt ja zum Glück ein paar Kleinigkeiten. So, also Ressourcen, zusammengesetzte. Kompensator, was tut ein solcher Kompensator? Ein elektronischer Kompensator, um genauer zu sein, ein Gerät zur effizienten Verteilung von Strom, der in jedem großen, komplexen Raumfahrttechnik verwendet wird. Raumschiffe würden ohne diese kleine Box dreimal so oft und doppelt so hell brennen. Oh Gott, das brauche ich ja für Alkali. Ich weiß nicht, für was ich dieses Alkali brauchen kann. Warum? Hä, dieser Finger. Habe ich hier irgendwie eine Storage-Möglichkeit? Ich glaube nicht. Nachdem sie mir ja ermöglicht haben. Oh, doch. Halleluja. Dann kommst du schon mal hier rein und die Elektronik auch. Wisst ihr was? Ich räume jetzt erstmal hier gerade eben alles rein. Also ich habe auf jeden Fall schon mal Aluminium. Jetzt kann ich immerhin hier schon mal Sachen einlagern. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Deswegen heißt, ich kann auch das jetzt schon mal alles nehmen. Muss es also nicht liegen lassen. Oh, da liegt auch noch veredeltes Metall rum. Ich kann ausschalten und umschalten. Jenseits der Wahrheit. Irgendwas mit UFOs? So, jetzt räume ich. Genau, ich habe hier veredeltes Metall. Das ist doch schon mal toll. Ich habe hier nochmal ein weiteres Fach. Hey, das ist luxuriöser. Das Ding hat zwei Fächer. Ich brauche aber keine weiteren von diesen Teilen. Also, aha, da ist es ja. Das Steuerrad, genau. Ich muss also ein... Ich weiß noch nicht, wie ich dieses Steuerrad bauen soll. Ich habe schon mal den ersten Teil jetzt hier gefunden. Hier brauche ich dickes Isolierband. Hab ich ja. Und Aluminium. Hab ich beides. Also gut. Einmal und zweimal. Sollte ja eigentlich erstmal reichen. Dum 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 dum. Da. Stellen wir her. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter, liebe Freunde. Ne? Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Und wenn ihr selber spielen wollt, ne, es ist eine absolute Empfehlung. Ey. Dann könnt ihr euch auch deutlich mehr auf die Witze und so weiter und so fort einlassen. Die, ja, wie nennt man das so schön, einfach nur hilarious sind. Ne? Okay, das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Ich räume hier gerade bloß eben schon mal auf. Ne? Tschüssi und ade.